Sie hatten uns erklärt, dass aus dem Kraftwerk Lippendorf etwas Weißes herauskommt und stellten das in den Zusammenhang, dass das ja offensichtlich harmlos sei. Meine Frage an Sie ist, welche Farbe hat CO2? Das ist ja wie eine Steilvorlage, Frau Fredekin. Wissen Sie, ich bin Heizungsbauer. Ich habe vielleicht schon viel eher mit CO2 zu tun gehabt, als Sie das vielleicht mal gehört haben oder Sie in Ihrer Partei aufs Programm genommen haben. Oh, Herr Striegel, halten Sie sich doch mal geschlossen. CO2, farblos, geruchlos, geschmacklos. Dankeschön.